Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portworld hier mit unserer ersten Folge und der nun 16. Folge am 31.05. in der Vorproduktion. Von daher jetzt nicht mehr ganz so chaotisch wie gestern. Sorry dafür, aber ich hoffe, es war lustig genug für euch. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bedanken bei Gunnar Rusch. Denn der liebe Gunnar, der hat am 28.07.2020 ein öffentlich-sichtbares Abo dagelassen. Herzlichen Dank, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 275? 75, ja. Ich starte jetzt gerade hier im Hauptmenü. Keine Sorge, unser Safe Game geht morgen wieder weiter. Heute möchte ich euch aber einen DLC-Inhalt zeigen, und zwar, wie im Titel schon gestanden hat, Buccaneer. Das DLC kostet unter 4 Euro. Das ist eigentlich schon an sich ein sehr günstiges, wie ich finde. Jetzt ist aber die Frage, lohnt sich das? Auch wenn es 4 Euro sind, die tun ja manchmal auch schon weh, ne? Jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Es gab anfangs noch ein bisschen Probleme dazu. Ich habe es gestern schon mal kurz erwähnt, dass es da Probleme gab in der Folge. Und die Spielinhalte von dem DLC waren nicht zu 100% drin, wurde jetzt aber am Anfang der Woche gefixt und finde ich schön, oder übers Wochenende sogar, egal, wurde aber gefixt und erster Indikator dafür, dass du den DLC-Inhalt vollumfänglich drin hast im Spiel, ist, dass sich hier im Hauptmenü bei dir das hier ändert. Wenn das nicht der Fall sein sollte, gibt es noch einen wunderbaren Trick, den kannst du dir gerne in der ersten Folge vom gleichnamigen DSC-Let's Play von Biso Zimt angucken. Jetzt ein bisschen Schleichwerbung nebenbei, aber ihr wisst ja, der liebe Biso und ich, wir sind ja da ein Herz und eine Seele, was das angeht. So, also Portworld 4, DSC, Buccaneer, Buccaneer auf Deutsch eigentlich Freibeuter und es ist ein DSC rein für das freie Spiel gedacht. Wir schauen da mal gemeinsam rein, nachdem ich auch endlich mal den Timer gestartet habe. Ich kann am Anfang wieder die Nation auswählen, wie ich das immer machen kann. Das ist kein Problem. Also auch dementsprechend mit den verschiedensten Schiffstypen, die dann auch die jeweilige Nation zur Verfügung hat. Ich starte jetzt aber hier als England, ne? So, achso, da haben wir auch arbeitenden Werften beschleunigt, Baukosten für Militärfregatte und Linienschiff reduziert. Bringt mir jetzt aber erstmal nicht ganz so viel, weil... Zack! Wenn ich hier unten auf den Freibeuter-Modus klicke in der Charaktererstellung, ändert sich alles, komplett alles. Ich habe jetzt vorher den Händler zum Beispiel. Der Händler benötigt keine Handelskonzession, darf auch im Krieg mit allen Nationen handeln. Kampfschiffe kosten doppelte Ruhmpunkte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, wenn der Händler auf einmal zum Schurken wird. Ich würde mal eher sagen Schmuggler, da ist vielleicht eine kleine falsche Übersetzung drin. Weil den Schmuggler an sich gibt es hier nicht. Und dann haben wir nochmal den Gauner gleichzeitig. Deswegen denke ich mal eher, den sollte man eher als Schmuggler bezeichnen. Aber gut, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich starte mit einer Piratenbark. Kosten für Besatzung auf 25% reduziert. Ich habe gerade schon mal einen Test gespielt. Es ist nicht, dass es um 25% reduziert ist, sondern... auf 25% vom normalen Sold. Und das ist wirklich mächtig. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Corvette, die wir mit 110 Mann voll besetzt hatten. Die hatte, glaube ich, 1700 irgendwas an Groschen gekostet oder Dublonen oder was auch immer da die Währung ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 240 Leute Besatzung habe, kostet mich mehr als die doppelte Anzahl der Leute nur 1200 Dinare. Das ist heftig. Das ist wirklich sehr schön, finde ich. Damit kann man sich auch eine vernünftige Militärflotte aufbauen, denn dieses DSC ist sehr, sehr militärlastig. Gewinnt Ruhm durch Freibeuterei ist hier auch nochmal mit drin. Wir gucken mal gemeinsam ganz schnell in die Beschreibung hier rein. Du startest das Spiel mit einem erfahrenen Kapitän, der Piratenbark und besonderen Spielzielen. Kapitäne und Ziele sind bei jedem Spiel gleich. Schade eigentlich, da hätte ich mir erhofft, dass es bei jedem... bei jeder Nation, bei jedem Charakter ein bisschen anders ist. Und vielleicht noch so ein bisschen Zufallsmodus gleichzeitig mit drin, was wir ja auch als Händler haben. Du darfst Konvois und Städte deiner Nation nicht angreifen. In dem Fall England ist irgendwo verständlich, denn wir sind ja im Auftrag der Krone ein bisschen nicht ganz so legal unterwegs, ne? Du verfügst jederzeit über einen Kaperbrief, also immer, absolut jedes Mal, immer, egal ob Krieg oder Frieden herrscht. Ich darf also sämtliche Nationen jederzeit angreifen, die mich wiederum aber auch. Weil, das kommt gleich noch, du kannst daher jederzeit Konvois und Städte anderer Nationen angreifen und erhältst dadurch Ruhm von deiner Nation. Du erhältst Ruhm durch das Erfüllen von Aufträgen von Städten und deinem Vizekönig. Du erhältst jedoch keinen Ruhm durch das Liefern von Kolonialwaren, okay? Das Weil, ich hatte gerade noch mit dem Weil angefangen. Egal, wir gucken einfach mal weiter. genau, also wir können trotzdem
Aufträge erfüllen, wie im Sinne von bringe uns 55 Fass Gebäck oder Rum oder was auch immer. Dafür kriege ich trotzdem noch Rumpunkte, aber halt nicht mehr durch die Kolonialwaren. Da braucht man jetzt kein Hauptaugenmerk mehr drauf zu legen. Du erhältst Ruhm von deiner Nation, so besteht die Chance von 30% auf eine Kapitänstaktik, was sehr, sehr mächtig ist, weil die werden wir verdammt häufig brauchen als Freibeuter. Du kannst beliebige Städte für dich annektieren und verwalten, jedoch kannst du dir keine Städte vom Vizekönig übertragen lassen. Das heißt, ich kann meinen Piraten-Imperium weiter aufbauen und sofort bin ich Verwalter, sobald ich annektiert habe. Vom Vizekönig wiederum kann ich aber nicht die Möglichkeit bekommen, bereits bestehende englische Kolonien zu verwalten. Die bleiben bestehen. Das heißt, wenn ich irgendwann die Unabhängigkeitserklärung mache, dann kann ich mit meinen Piratenkolonien gegen England den Unabhängigkeitskrieg führen. Und das macht ganz neue taktische, strategische Voraussetzungen, wie ich persönlich finde. Die Werften in deinen Städten ermöglichten dir immer den Bau von Piratenbarken und Piratengalionen. Jedoch kannst du in deinen Werften keine anderen Schiffe errichten. Oha. Okay. Aber in den Kolonien der Engländer, würde ich doch behaupten, dürfte ich dann zum Beispiel andere Schiffe errichten. Im Freibeutermodus haben alle Charaktere die gleichen Vorteile. Nach der Unabhängigkeitserklärung hat jeder Charakter wie im normalen Spiel seine eigenen Vorteile. Konvois kannst du nicht in den Piratenmodus versetzen, da dieser bereits für alle Konvois aktiviert ist. Ich glaube, das war das mit dem Aber, was ich meinte. Glaube ich. Kapabrief. Egal. Gut, wir starten einfach mal rein, Leute. Ich sag jetzt hier einfach mal, ja, ich mach mal anders. Ich mach mal, ist ja wirklich nur ein Test. Ein Schiff, normal. Handelsrouten mit Automatik. Und ich hätte sie gerne bewaffnet. Genau. So. Wir starten in Tortuga, denn Tortuga, wer Fluter Karibik gesehen hat, der weiß, Tortuga war immer ein Freibeuterhafen, immer ein Piratenhafen. So. Da sind wir auch schon drin. Start eines freien Spiels geht jetzt deutlich schneller. Sonst hast du teilweise bis zu 2-3 Minuten gewartet und jetzt habt ihr gesehen, das war unter einer halben Minute. Finde ich sehr gut, dass sie auch gleichzeitig noch an der Performance arbeiten. Auch die Auslastung wird immer stabiler, wie ich finde. Und hier haben wir schon die Daedalus. Die Daedalus ist ein Schiff, eine Piratenbarke mit entsprechenden Werten. Nicht sehr viel Tiefgang, kostet auch im Unterhalt nicht sehr viel, kann 120 Mann fassen. Wir erinnern uns an meine Corvette, die konnte 110 maximal fassen. 180 Lebenspunkte, ich glaube, da ist die Corvette ungefähr gleich auf. 24 Kanonen, da hat die Corvette, glaube ich, ein bisschen weniger gehabt. Und ich vergesse immer, was dieses andere Ding... Achso, Deckhöhe 2, also im Enterkampf auch ein bisschen bevorteilt, ne? Inferno. Das aktuelle Schiff setzt ein leeres benachbartes Feld für 3 Runden in Brand und verursacht Feuerschaden. Und das habe ich gerade schon mal getestet. Es muss wirklich ein leeres Feld sein. Da darf kein gegnerisches Schiff draufstehen. Aber wenn die durchfahren, bekommen sie auf jeden Fall Feuerschaden. Wenn ich durchfahre, natürlich auch. Macht irgendwo Sinn, ne? So, Piratenbark in Tortuga. Der liebe Biso Zimt, der hatte mir noch gesagt, dass hier irgendwie wohl ein besonderes Gebäude wäre in der ersten Station, die man hat. Und das hier ist ja unsere erste Station, aber ich habe das echt nicht gefunden. Vielleicht liegt es so daran, weil ich mit Tortuga gestartet habe und Tortuga einfach so wenig Platz bietet, dass man das nicht hat. Aber er hat auch gemeint, das wäre eigentlich ein Hafengebäude. Vielleicht hat er sich da selber auch vertan, das kann auch gut möglich sein. Na gut. Darum geht es jetzt aber gar nicht, sondern es geht darum, wir wollen jetzt erstmal, Moment, die 120 Mann hier voll bekommen. Das heißt, ich fahre mal eben rüber nach San Juan, denn das ist nämlich die Stadt des Vizekönigs. Und während wir darüber fahren, können wir uns mal die Ziele angucken, wenn ich sie finde. Hier. Die Ziele sind, du hast 15 Handelskonvois geplündert. Bis 1590 haben wir 2 Jahre Zeit, sollten wir hinbekommen. Aber ich habe ja eingestellt, die sind bewaffnet. Besiege 15 Militärkonvois. Nochmal 2 Jahre später. Das wiederum könnte schon eine ganz andere Hausnummer sein. Da musste ich mich schon vorher einen richtigen Militärkonvoi aufgebaut und finanziert haben. Und du hast insgesamt 60 Schiffe geentert. Du hast 3 Städte geplündert. Du hast insgesamt 100 Schiffe versenkt. Es gibt sogar ein Achievement von 1000 Schiffen. Der Biso hat Tag und Nacht dran gesessen. Offscreen habe ich festgestellt. Eieiei, da hat mir echt leid getan. Und dann haben wir noch die optionalen Ziele, die alle zu 1600, Dezember 1600 gelten sollen, also noch nach den optionalen Zielen. Du hast 4 Städte annektiert, plündere insgesamt 8000 Fass Waren von Handelskonvois, du hast 15 Schatzflotten besiegt, auch eine Besonderheit. Das sind diese Dinger. Dann haben wir hier noch Taktiken, das sind dieselben wie immer, die man kennt, das ist vereinheitlicht geblieben.
Statuen haben wir natürlich keine, Schatzkarte auch nicht. Nur mal so grob der Einblick, ne? Es ist jetzt auch so, Tortuga hat schon den violetten Rahmen. Ich habe wirklich jetzt auch schon die Verwaltung von Tortuga beauftragt bekommen. Und wir haben hier auch, wie gesagt, einen Kapitän. Das ist der Lennox Young. Und der hat die exakt gleichen Werte wie gerade in meinem Startziel. Er ist Nahkämpfer, Schmuggler, Adler, Auge und Führungsstärke. Ich blende euch unten links nochmal eben ein, was das bedeutet. Und ich kann euch schon mal in dem Fall sagen, dass dieser Kapitän mehr der Enterkämpfer ist. Und das wird sich auch bezahlt machen, denke ich, wenn man halt feindliche Schiffe entert und sie dann entweder sogar für sich selber nutzt oder alternativ verkauft an die eigene Nation, die dann wiederum noch mehr Militärkonvois machen kann. Da muss man aber natürlich wieder ein bisschen abwägen, will man das denn wirklich? Denn man möchte ja auch irgendwann die Unabhängigkeitserklärung, ne? So, und hier, wie schon erwähnt, Patrouillenmodus ist drinne. Kann man reinmachen, muss man aber nicht. Aber was auf jeden Fall drin ist, der Piratenmodus, der Freibeutermodus, der ist dauerhaft aktiv, weil wir haben ja einen Kaperbrief und zwar immer. Absolut jedes Mal. Heißt auch gleichzeitig, dass wir absolut jedes Mal angegriffen werden können von deutlich stärkeren Militärkonvois. Da muss man also verdammt vorsichtig sein. Jetzt schauen wir mal rein hier in die Werft. Ja. Ihr seht, ich darf auch nicht Militärschiffe bauen, dürfte die dann als Handelskonvois losfahren lassen. Meiner Information nach müssten die aber trotzdem dann jederzeit angegriffen werden können. Weil ich bin ja trotzdem unter Piratenflagge. Ich kann natürlich aus meinem Piratenversteck Tortuga heraus, könnte ich jetzt so zum Beispiel Kakao produzieren oder Holz und Kohle produzieren, damit das wieder irgendwo verkauft wird. Also dann in englischen Städten nur. Ich darf nämlich jetzt zum Beispiel nicht in französischen oder holländischen Städten Handel treiben. Darf ich nicht. Ich habe bloß die Option zu belagern. Das ist witzig. Obwohl ich das nicht so ganz verstehe, weil ich habe doch hier eigentlich den Schmuggler, ne? Kann Städte feindliche Nationen anfahren. Ach so, weil ich das noch nicht freigeschaltet habe. Deswegen. Ah, okay. Ja gut, da kann man immer noch mal ein bisschen gucken, ob man sich dann vielleicht auch unterschiedliche Kapitäne ranlacht, die man so mit der Zeit bekommt. Jetzt hätte ich gerne mein Schiff wieder ausgewählt, danke. Aber gut, das ist dann wieder eine andere Option, da kann man immer noch mal gucken. Und jetzt versuche ich mal mit euch einen kleinen Handelskonvoi zu erwischen. Was haben wir hier? Eine Militärkorvette mit Brig. Ich würde mal sagen, wir speichern ganz kurz. Weil so ein Kampf, da kann man ganz schnell schief gehen. Jetzt hätte ich fast unser Savegame überschrieben. Alter Schwede. So, zack. Und zack. Angriff! Das ist nämlich das Schöne, wenn man vorher diese Bedingung einstellt, dass die Leute auch, also die Handelskonvois bewaffnet sein müssen. Das, achso, Moment. Ich kann meinen Schroner gar nicht losschicken, der muss bewaffnet sein und das heißt, es wird zum Kampf kommen. Das Schöne ist aber beim Kampf, ich kann doch kapitulieren. Wenn jetzt ein Handelskonvoi kapituliert, dann wird er geplündert und das Schiff bleibt aber bestehen. Das heißt, man verliert nicht alles. Das ist so an sich okay, wie ich finde. Oder aber ich sehe, okay, es ist machbar, weil ich weiß zum Beispiel, ich habe zwei Piratenbarken oder eine Piratenbark mit voller Besatzung da drin. Und ich könnte jetzt in dem Gegner ein, zwei Schiffe abluchsen. Wäre natürlich auch was Schönes, ne? Da muss man halt ein bisschen diesen Handelskonvoi nochmal unter Beobachtung halten. Sobald er in dem nächsten Hafen ist, dass man das Schiff wieder rausnimmt und dann verkauft. Zum Beispiel. So, wir haben jetzt hier 90 Matrosen gegen 120, da sind wir jetzt schon im Vorteil. Er hat allerdings 36 Kanonen auf der Militärkorvette. Die ist natürlich schon mal eine ganz andere Ausnahme als unsere Korvette, die wir damals hatten. Aber ich würde sagen, ich nutze jetzt schon mal unsere Überlegenheit, dass wir mehr Besatzung haben. Oha! Er kommt doch mit zwei Schiffen rein, die Brig. Moment. Die Brig dürfte eigentlich nicht mitkämpfen. Moin. Jetzt hat er hier 103 Mann. Da stand vorher 90. Also sind die Werte nicht ganz so aktuell, ne? Was haben wir hier für ein Ding? Nein! Ich wollte nicht... ich wollte deselektieren, verdammt! 75%? 100%! Meins? Meins, 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 meins. Entermanöver erfolgreich, sehr schön. Jetzt ist mein Schiff aber erstmal für drei Runden außer Gefecht gesetzt. Diese Taktiken da oben hatten wir... Achso, der kämpft dann doch einfach nicht mit, okay. So, und ich bekomme hier einfach mal 53 Matrosen dazugestellt auf das Schiff, was wir auch noch erobert haben. Die Brig wiederum
Die bekommen wir nicht. Aber den Inhalt der Korvette bekomme ich. 239 Keramik und noch ein bisschen Tabak. Und ihr erinnert euch noch an die Ziele. Die hatten wir auch noch dabei. Hier steht auch nochmal, dass wir jetzt ein Schiff mehr bekommen haben, dass wir auch 36 Kanonen mehr bekommen haben von dem Schiff, was wir erobert haben. Die Kampfstärke ist insgesamt gestiegen und wir haben plus 11,3% Erfahrungspunkte gemacht. Fortschritt bis nächste Stufe. Zack. Das sollen Säbel und Kanonenrauch bedeuten. Habt ihr euch ein bisschen verfahren, liebe Leute. Aber wisst ihr was? Ich will mal gucken, ob der noch ein bisschen was hat. Ah, oh, okay, gut. Achso, dann werde ich den Inhalt der Brick auch bekommen haben. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Und passenderweise sind wir gerade in San Juan. Fahren wir gleich mal dahin. Da können wir gleich mal die ganze Ware verkaufen. Da kann man sich auch wirklich überlegen, will man das jetzt wirklich bunkern und dann immer für den besten Preis verkaufen oder einfach rausschleudern das Zeugs, damit man halt die Matrosenkosten wieder reinbekommt. Wir haben jetzt hier auch 300 Matrosen zur Verfügung, ne? Wenn ich gleich hier auffülle, kostet schon mal dann einen ganz anderen Preis. So. Hier, Tabak, bitteschön. Keramik, bitteschön. Und wir haben mehr Gold, als wir am Anfang unsere Startbedingung hatten. Jetzt habe ich hier auch 300 Leute, 1520 kosten die mich. Ich erinnere nochmal dran, mit 110 Matrosen in unserem Händler-Let's Play, in der Korvette 110 Matrosen, die hat uns 1900 irgendwas gekostet, glaube ich. Jetzt sind wir auf 25% des ursprünglichen Preises runter reduziert, ne? Und haben dreimal so viele Männer, zahlen immer noch weniger als vorher. So, ein bisschen reparieren müsste ich aber mal. Kleines bisschen. Reparatur für einen Tag. Hau mal rein, das Ding. Und jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, habe ich jetzt eine Taktik bekommen oder nicht? Was kann ich für euch tun? Warte, die sind nicht hier, Robin. Die sind bei Taktiken, erfahrungsgemäß. Wo sind sie denn, die Taktiken? Bin ich doof? Bin ich blind? Bin ich beides? Hier, Mann. Ja, Tatsache. Ich habe zwei Taktiken bekommen. What? Ich habe umzingelt bekommen, okay. Und ich habe ranhalten bekommen. Cool. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie viele Ruhmpunkte waren das jetzt? 10? Puh, jetzt nicht so viel. Ach, guck mal einer, schau. Hier haben sie auch was angepasst. Im Freibeutermodus gelten besondere Regeln. Du darfst Konvois und Städte. Ja, ja. Verfügst permanent über einen Körperbrief, du erhältst Ruhm nur durch Überfälle und das Erfüllen von Aufträgen. Immer wenn du Ruhm gewinnst, besteht die Chance, das hatten wir auch schon. Du kannst dir keine Städte vom Vizekönig übertragen lassen, aber okay. Gut. Jetzt steht ja auch, wie viele Konvois ich überfallen. Ach, so wird das jetzt gewertet. Verstehe. Was wir vorher mal an Kolonialwaren hatten, ist jetzt hier einfach so eine Art Liste, wie viele Städte geplündert, Städte annektiert, Konvois überfallen. Okay. Aber Militärkonvois hätten hier eigentlich auch noch mitstehen müssen, wie ich finde. Wenn man schadet, also als Freibeuter ist man ja eigentlich engagiert worden, um der Wirtschaft des Gegners zu schaden, indem man halt die Handelskonvois überfällt, ne? Aber wenn ich jetzt das Militär des Gegners auch nochmal schwäche, schadet das ja gleichzeitig auch der Wirtschaft, weil sein Militär dann nicht in der Lage ist, sind wir schon fertig mit Reparatur? Oh. Weil sein Militär dann gleichzeitig nicht in der Lage ist, seine Handelsschiffe zu schützen. Na gut. Also es war erwiesen und nachgewiesen. Sir Francis Drake zum Beispiel ist einer der Freibeuter der englischen Krone gewesen, zu dem ich damals zu Schulzeiten auch einen Vortrag halten musste, daher kenne ich den. Und der hat zum Beispiel im richtigen Moment die richtigen Unternehmungen eingeleitet, indem er nicht nur Handelskonvois überfallen hat. Der war sogar dabei, Panama zu belagern und so den ganzen Geschichten, das war schon mächtig. 4 Fregatten, tschüss! Ich bin gar nicht da! Ja, wir sehen jetzt hier auch andere Startbedingungen. Die Holländer sitzen jetzt hier auf der Insel. Die Franzosen sitzen hier oben, wo wir in unserem Let's Play noch die Franzosen, die Holländer haben, die holländischen Städte haben. Und wie gesagt, morgen geht es dann wieder mit unserem normalen Let's Play weiter. 2 Fregatten, 2 Militärkorvetts. Das lasse ich mal schön bleiben. Tschüss. Bin ich schneller als er? Nö, ich bin sogar langsamer. Jetzt haben wir ein Problem. 8,5.
Sein Tiefgang könnte ihm das Genick brechen. Tschüss, 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 tschüss. Bin gar nicht da, tschüss. Gut, beschleunigen wir mal, weil Gegenwind. Ah! Die habe ich nicht kommen sehen. Aber komisch, ich habe doch keine, ich dachte immer, dass die Militärkonvois nur aggressiv getriggert werden, wenn du vorher von der Nation auch Schiffe angegriffen hast. Hier in dem Fall aber nicht. Und gleich drei Konvois, alter Schwede. Aber gut, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten Zeit. Gucken wir mal. Ich habe kapituliert, bin ich doof? Ich wollte kämpfen. Entschuldigung. Ich wollte nur mal vorbeifahren, wenn nicht. Aber komm, wir machen gleich noch einen schönen Kampf, ne? So, gib mir mal die Matrosen wieder zurück hier. Hier sind keine vorhanden. Oh. Fahren wir nach Isabella. Ja, wieder der typische Gegenwind hier, ne? Ich glaube, als Freibeuter ist es wirklich sehr ratsam, wenn man dauerhaft mit links alt spielt. Also nur einmal drücken und dann wird ja hier eingeblendet, welche Windrichtung man hat und alles. Vor allem mit den Piratenbarken und Piratengalionen habe ich das Gefühl, kann man wirklich schon den Wind richtig für sich nutzen und so. Beziehungsweise auch den Tiefgang und alles, was wir gerade eben hatten mit der französischen Flotte da, mit dem französischen Konvoi. Ohne diese Elemente wäre ich jetzt schon down, ne? Die hätten mich fertig gemacht. Na, kriegen wir einen Konvoi getriggert? Nur einen. Hallo? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt doch hier einen Rechtsklick drauf mache auf ihn? Nichts, okay. Begleitmodus gibt's nicht? Anscheinend nicht. So, zwei Korvetten, zwei Fregatten und ich selber nur zwei Schiffe. Komm, egal, wir probieren's mal. So, er steht hier, ich würde jetzt dafür 25 Ruhm bekommen, statt 10 beim Händlerkonvoi, ne? Ich probiere es einfach mal. Wir sind sowieso weit unterlegen. Ob wir es vielleicht trotzdem schaffen, ist noch die andere Frage. Denn ihr seht schon, huch, jetzt habe ich hier massiv gekleckert. Ihr seht schon, dass ich mit meiner Besatzung, der gegnerischen Besatzung, im Einzelkampf weit überlegen bin. Deswegen bin ich schon ein bisschen am Überlegen. Jetzt habe ich den Enterkampf nicht drin. Was ist das hier nochmal? Manöver erlaubt es, ein beliebiges eigenes Schiff um ein Feld zu verschieben, ohne dessen Richtung zu ändern. Abklingzeit. Ah ja. Das hebe ich mir mal für alle Fälle auf. Ich würde aber sagen, ich mache mal hier drüben eine kleine Behinderung rein. Die fahren trotzdem durch, aber wenn sie schon durchfahren, dann möchte ich auch, dass sie dabei Schaden erleiden. So, wenn ich jetzt hier entern wollen würde, hätte ich hier jetzt schon 100%. Ja, wunderbar, dann drauf da. Heißt jetzt aber auch gleichzeitig für mich, mein Schiff ist jetzt erstmal für ein paar Runden außer Gefecht, für drei Runden. Und es darf auch beschossen werden in der Zeit, was echt natürlich ziemlich heftig sein kann. Mein Zug ist damit jetzt aber theoretisch beendet. Ach, jetzt könnte ich sogar noch die Funktion hier machen. Okay, mache ich jetzt aber nicht. Ich sage jetzt hier Zug beenden. Dann heißt es jetzt erstmal 1 gegen 3. Außer der ist so doof und fährt wirklich rüber. Nee. Jetzt konzentrieren sie sich natürlich auf die Piratenbark, ne? Und die leidet jetzt. Warum ist denn der Sound jetzt so leise? Moment. Audio? Atmosphäre? Okay. Oh! Auf einmal kommt die Musik auch zurück. Das ist irgendwie ein Soundbug, habe ich das Gefühl. Den habe ich immer wieder mal, dass dann auf einmal alles so extrem leise ist. Und auf einen Schlag kommt es dann wieder und du erschreckst dich erstmal. So. Wartet mal. Wenn ich jetzt versuchen wollen würde, hätte ich natürlich Probleme. Ich kann aber die Piratenbark schon mal nutzen, um die runterzuschießen, bis dann unsere Korvette wieder einsatzbereit ist, weil die hat noch sehr viele Männer drauf, ne? Und es wäre natürlich auch ein Träumchen. Nö. Ich gehe woanders hin. Aber ich hätte... Ah, verdammt. Ich hätte wenigstens noch einmal schießen können. Na gut. Es wäre noch ein Träumchen, wollte ich gerade sagen, wenn ich es vorher noch schaffen würde, mit der Piratenbark vorher eines der generischen Schiffe anzugreifen. Ich glaube, die haben hier bei diesen Seetang gerade Fortbewegungsschwierigkeiten. Ah, guck mal in der Schau. Der ist durch Feuer gefahren. Hat aber leider nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Gut, der ballert mir jetzt auch nochmal eine. Ist okay. Was macht er? Ja. Minus 5 Lebenspunkte. Ach, wegen diesem Seetankzeug ist das hier. Ach so. Och nö, er geht da hinten drauf. Schade. Na gut, dann bleibt mir jetzt doch nichts anderes übrig, als zu sagen, ich will noch ein bisschen Zeit erkaufen.
und schieße jetzt einmal hier lang mit Kartätschenmunition. 26 Männer getötet und drehe mich noch einmal rum und hau dem anderen auch noch mal eine drauf. Zack, weil ich geschossen habe, kann ich nicht mehr entern. Die Männer sind ja damit beschäftigt, die Kanonen nachzuladen und zu bedienen und so weiter. Und zum Enterkampf bereit machen, kennt man ja aus den Filmen, aus den Serien und so weiter und so fort. Dauert ein bisschen. So, jetzt kriegen wir noch mal eine gedrückt, ist kein Thema. Noch halten wir es aus. Ich muss aber hier noch zwei Runden warten, bis das Schiff einsatzbereit ist. Ich hoffe jetzt aber so ein bisschen, dass die Chancen jetzt hier deutlich besser stehen. Oh, wir sind ausgewichen, schön. Trotzdem noch Schaden bekommen. Er kauft uns aber nochmal eine Runde mehr Zeit. Oh, jetzt kriege ich von allen drei Seiten eine draufgezimmert hier. Alter Schwede. Junge, Junge, nee. So, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier machen wollen würde, 62%. Schon mal besser als vorher. Schießen. Schießen. Und Fersengold. Aber mit Schmackes. Immer noch so ein bisschen in der Hoffnung, dass die nicht alle rankommen, ne? Eigentlich könnte man... Tschüss! Vielleicht reicht es schon. Denn nächste Runde ist das Schiff bereit. Ah, jetzt schießen sie nämlich da drauf. Was unserem Schiff hier die Möglichkeit gibt, vielleicht doch hier sogar noch einen Enterkampf durchzuführen, ne? Ich könnte auch wieder Inferno machen. Der wird hier rumfahren, denke ich mal. Würde nur Sinn ergeben. Und wenn ich jetzt hier entern wollen würde, fahre ich selber durch. Komm mal erst hier hin. Und ich komme noch ran zum Entern. Nicht? Nein! Na, pass auf, dann mach was anders. Es reicht gar nicht mehr, wie ich gerade sehe. Ich könnte jetzt das eigene Schiff nochmal beschießen, also das Schiff, was ich vorher erobert habe. Macht aber wenig Sinn, wenn wir ehrlich sind, ne? Nö, dann versuche ich mal ein bisschen Raum zu gewinnen. Jetzt habe ich natürlich deutlich weniger Mann drauf, weil wir hier noch eine Mindestbesatzung drauflegen mussten. Von 83, das ist aber heftig, du. Das ist ja sehr heftig, wie ich finde. Na gut, zack. Ich kann nichts bewegen mit der Maus. So. Ah, okay, haben sie uns doch noch erwischt. Schade. Zugegeben, der hat gesessen. So, was kann ich jetzt noch machen mit euch hier? Eigentlich nicht mehr viel. 73% hätten wir da. Du schießt einmal hier drauf. 18 Mann. Ich darf jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Ich schieße deswegen nochmal drauf. Wenn er jetzt einmal ausweichend eine Salve kassiert, dann ist okay, sage ich jetzt mal. Dann könnten wir aber danach wenigstens noch versuchen, das hier zu entern. Hoffentlich. Ansonsten habe ich jetzt langsam keine Option mehr offen. Es war, wie gesagt, schon vorauszusehen, dass ich verliere. Ah, mit denen habe ich ja gar nicht gerechnet. Gut, die haben wir kassiert. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir gerade diesen Enterkampf eigentlich eingeleitet haben und der mich dann weiter beschießt. Aber egal, ich schnappe jetzt auch das Schiff. Ah, ja, Seetang, Mist. Entermanöver erfolgreich, wunderbar. Haben wir wieder ein Schiff genommen und ihr seht schon hier, Stärkeverhältnis ist eigentlich noch eine knappe Kiste. Wenn ich jetzt schaffe, mit der Piratenbark noch das hier zu entern und der es mir nicht versenken kann in der Zeit, weil ist ja dann trotzdem erfolgreich eigentlich das Entermanöver, dann schaffe ich sogar noch mit der Militärkorvette die Fregatte hier zu holen. Da haben wir mit zwei Schiffen gleich vier geholt. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe ja die Schlachtschwierigkeit jetzt nicht auf schwer gestellt oder so. Das ist ja alles nur Larifari so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Vanilla gemacht, ne? Aber ich wollte euch auch mal so ein bisschen die taktischen Möglichkeiten bei dem Spiel zeigen. Und versenkt. Mast getroffen auch noch. Eieieiei. Oh, Sackgesicht. Ja, jetzt schießen sie auf den Enterkampf, ne? Gehört sich eigentlich nicht. Das verbietet eigentlich auch ein bisschen die Kampfesehre, wie ich finde. Aber gut, jetzt können wir nichts machen. Jetzt muss ich abwarten, bis mein Schiff wieder einsatzbereit ist. Bis dahin kann es sogar schon untergegangen sein. Wir haben aber wenigstens den Vorteil, dass die Militärkorvette deutlich mehr Lebenspunkte hatte als die Piratenbark. 230 hatte die von Hause aus. Ich glaube, die Bark hatte 180, wenn überhaupt so viel. Von daher, noch hält sie was aus. Noch hält sie was aus. Und wir können auch nochmal Inferno gleich wirken.
Sobald wir wieder einsatzfähig sind. Nee, können wir nicht. Ja klar, weil die Piratenbark weg ist. Können wir das nicht. Macht irgendwo auch Sinn. Nö, dann, hier. Zack. Jetzt schießt er natürlich nochmal drauf für 3 Runden. Und er wird mich versenken und ich werde dann verloren haben. Oder? Ich weiß nicht, was der da macht. Aber dieses Hin- und Hergefahren, der hätte eigentlich stehen bleiben und schießen können. 110. Und gleich sind wir versenkt. Ja, na gut. War aber ein schlapper Kiste. Also hätte der nicht diesen Volltreffer auf die Piratenbar gemacht, hätte ich das sogar noch gewinnen können, das Ding. Aber gut. Ja. Eigentlich hatte ich noch vor, euch Stadtannektierungen zu zeigen und alles, aber das würde jetzt viel zu lange dauern. Ich müsste viel zu viel Zeit darin rein investieren, diesen Spielstand dann offscreen reinzubringen mit Piraten, Annektierungen und so weiter und so fort. Aber es war ja wirklich nur mal kurz zum Anreißen da, um es euch mal zu zeigen, welche Möglichkeiten ich jetzt hier habe. Was auf jeden Fall klar ist, es ist jetzt definitiv ein sehr, sehr militärlastiges DLC, dass du halt wirklich dein Hauptaugenmerk nur noch auf Militär legst, statt auf den Handel und Militär oder nur auf den Handel, wie es ja einige auch gerne machen. Ich werde jetzt hierzu kein laufendes Let's Play machen. Vielleicht machen wir irgendwann, wenn die Performance noch ein bisschen besser wird, noch ein paar Streams dazu. Aber zum Thema Streams, jetzt ist ja der 30. gewesen. Das kann ich ja auch so schon mal hier drin sagen. Ich werde auf YouTube nicht mehr streamen, sondern auf Twitch. Ich versuche gleich schon für diese Woche Freitag hinzubekommen. Aber ein entsprechendes Infovideo geht vorher auch nochmal raus. Keine Sorge. Gut. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.